Natürlich sind sie guter Laune, denn ja, Freude bei vielen Harry Potter-Fans. J.K. Rowling heizt die Spekulationen über eine Fortsetzung von Harry Potter an. Ja, hört die Scheiße denn nie auf! Darauf habe ich sehnsüchtig gewartet. So sehnsüchtig wie auf den neuen Veggie-Burger von McDonald's oder die Rückkehr der Vogelgrippe oder das nächste Album vom Wendler. Ja? Das hat mir gerade noch gefehlt. Was denn los, J.K. Rowling? Keine Kohle mehr oder was? Alles in Ostimmobilien investiert oder wie? Bitte? Ich höre gerade, sie hat noch Geld. Aber bitte? Nur noch in Bitcoins. Ja. Angeblich geht es in der Fortsetzung geht es um den Sohn von Harry Potter, also um die nächste Generation. Dass der Sohn vom Ruhm des Vaters profitiert, das gibt es ja öfter, das kennen wir ja. Also Wilson Gonzales Ochsenknecht zum Beispiel. Oder Wayne Carpendale. Wer passt noch in die Reihe? Jesus. Oder? So. Ich lese kein Harry Potter, ich muss das zugeben. Ich warte, bis das auf DVD rauskommt. Bitte? Ist schon auf DVD? Ja, ich warte trotzdem. Und ich warte sehr, sehr lange, das kann ich Ihnen versprechen. Ich warte, bis das auf VHS rauskommt wieder. Ja.